Das wird also was werden. Dieser erste Wettbewerb, die 100 Meter Schmetterling der Frauen, angeführt das Feld von Sara Silvera, vom Swim Team Hedos. Und die Favoritinnen, Sie kennen das, so wie das ist beim Schwimmen, die finden wir dann gleich allesamt dicht gedrängt versammelt auf den Innenbahnen. Zum ersten Mal im Finale einer deutschen Meisterschaft. Die 17-Jährige dann eine Bahn über ihr, also auf Bahn 1. Bei 0 geht es ja los. Das ist Nancy Schuchert vom SSC Berlin-Reinickendorf. Die vierte hier über 400 Meter lang. Und dann geht's schon los mit den Bahnen der Favoritinnen. Franziska Hentke vom SC Magdeburg. Die längere Strecke, die 200 Meter Schmetterling, das ist ihre Domäne, ihr Ding. Und dort war sie gestern Erste, also deutsche Meisterin, mit geschaffter Qualifikationszeit. Alexandra Wenk mit 18 Jahren schon Titelverteidigerin dieser Strecke. 2011, Schalack, Entschuldigung, was eben. Jetzt kommt Alexandra Wenk, die Titelverteidigerin. 2011 schon Junioren-Weltmeisterschaftsdritte über 100 Meter Schmetterling, also auch eine der Topfrauen dieses Wettbewerbs, trotz ihrer 18 Jahre. Paulina Schmiedl von der SG Essen. Sie hat schon eine Medaille hier als Dritte über 50 Meter Schmetterling, wie auch im vergangenen Jahr. Dazu war sie Fünfte über 100 Meter Freistil. Lena Kaller aus Würzburg, Dritte hier über 200 Meter Schmetterling. Die haben also alle schon was vorzuweisen. Auch Elena Tschechner aus Schwabmünchen-Nördlingen, Sechste über 200 Meter und Neunte über 50 Meter Schmetterling. Lisa Höpping, 14 Jahre alt, etwas überraschend hier, Zweite über 200 Meter Schmetterling. Das ist bis jetzt der größte Erfolg ihrer noch sehr jungen Karriere. Doris Eichhorn vom Schwimmclub Aqua Berlin, die es hier schon zum sechsten Platz über 50 Meter gebracht hat. So, das sind die 100 Meter Schmetterling, die Favoritinnen sind klar. Das ist Alexandra Wenk, 18 Jahre alt, von den Stadtwerken München. Sie ist schon qualifiziert. Und Lisa Höpping wird versuchen, ihr zweites dickes Ding hier zu schwimmen. Die 14-Jährige oben auf Bahn 8. Wird es einen Angriff geben von Franziska Hentke, der Dritten von unten aus Magdeburg? Oder von Theresa Michalak, der Dritten von unten auf Alexandra Wenk? Oder versucht Paulina Schmiedl von der SG Essen, das Ding von vorne weg zu schwimmen? Danach sieht es jetzt auf diesen allerdings ersten 25 Metern aus. Obere gelbe Bahn für die junge Frau aus Essen, eine Bahn darunter, die Titelverteidigerin Wenk. Und Schmiedl vor Wenk, so wie wir es eben gesehen haben. Untere gelbe Bahn, die gehört der Titelverteidigerin, die nach links atmet, die sieht, dass da Theresa Michalak noch fast gleich auf ist, die jetzt aber sich im leichten Vorsprung erarbeiten kann. Untere gelbe Bahn, also Wenk, eine Bahn darüber, Paulina Schmiedl. Und Theresa Michalak schiebt sich ebenfalls jetzt da nach vorne, das sind die ersten beiden Plätze. Alexandra Wenk von den Stadtwerken München wiederholt also ihren Erfolg des Vorjahres, verteidigt ihren Titel in einer Zeit von 59,04 Sekunden. Damit ist das die geforderte Zeit ganz knapp verpasst, aber sie ist ja schon dabei. Und Christian Keller, dann ist es auch wahrscheinlich, dass sie in Barcelona bei den Weltmeisterschaften über diese 100 Meter Schmetterling ins Wasser gehen wird. Ja genau, und da sieht man jetzt auch nochmal die tolle Zeitlupe jetzt hier auch eingestellt, wie kraftvoll dann auch Alexandra durchs Wasser peitscht. Und es ist auch technisch sehr anspruchsvoll, das Delfin-Schwimmen als technisch anspruchsvollste Disziplin überhaupt. Und wir haben es ja gerade auch schon mit Katrin diskutiert, auch wenn man hier im Endspurt nochmal sieht, dass sie sich durchsetzt gegen Paulina Schmiedl und dass sie tatsächlich dabei ist eben bei der Weltmeisterschaft. Warum? Weil die 100 Meter Schmetterling ein Bestandteil ist dann auch für die Lagenstaffel. Und immer der Erste, der über diese 100 Meter Rücken, 100 Meter Brust, 100 Meter Delfin oder 100 Meter Kraul im Einzelfinale dann anschlägt, auch wenn er die Einzelnorm des Deutschen Schwimmverbandes nicht erreicht, auch die 59,04 waren insgesamt 2 Zehntel zu langsam, dann ist der oder diejenige dabei, um eben in der Staffel ein Bestandteil zu sein für diese Einzeldisziplin. Und vergessen wir nicht, diese Alexandra Wenk hat sich ja vorher schon qualifiziert, nämlich als Zweite über 50 Meter Schmetterling und ebenfalls als deutsche Vizemeisterin über 200 Meter Lagen. Das war das erste Rennen dieses Tages.